Okay, ich wollte heute was über die Pebble erzählen. Was eine Pebble ist, das erzähle ich gleich noch. Und zwar geht es um Easy Access from your Wrist. Also ich kann irgendwie Dinge von meinem Handgelenk aussteuern, was ja prinzipiell ganz interessant ist. So, Inhalte sind Pebble, was zur Hölle ist das? Pebble, Apps und Watch Faces. Es geht also irgendwie um so Uhrensachen. Kommunikation, es gibt irgendwie so ein JavaScript-Ding, das sie mit anbieten und dann das Ganze nochmal als Android-App, wo man dann noch ein bisschen mehr machen kann. Genau, die Pebble ist so eine Smartwatch. Ich habe hier eine am Handgelenk, die kann ihr einmal rumgeben. Wer die noch nicht in der Hand hatte, da ist ein kleiner Arm Cortex M3 drin. Das Ding macht irgendwie Bluetooth 4 Low Energy, was dafür sorgt, dass das Teil auch 7 Tage Akkulaufzeit hat, was sehr, sehr angenehm ist. Ich weiß nicht, die aktuellen Android Wear Geräte, die wollen so nach einem Tag höchstens an Strom. Wenn man nicht die ganze Zeit irgendwie da drauf sein Minecraft für Android spielt. Das ist ein E-Ink-Display, das heißt, ich kann es auch in der Sonne ganz gut lesen, was prinzipiell sehr praktisch ist. Man hat eine kleine LED mit drin, sodass man die Hintergrundbeleuchtung einschalten kann durch Schütteln der Uhr. Das kann man auch einstellen. Es sind 4 Knöpfe dran. Return, Select, Up und Down habe ich die jetzt einfach mal so benannt. Also rechts. Ja, heißen auch so, super. Einleuchten. Das sind also 3 auf der rechten Seite und einer links. Der links geht immer zurück und die anderen 3, ne, das könnt ihr euch denken. Genau, und die Entwicklung für die Apps auf der Pebble, also wie kriege ich meine Applikation, die ich nachher geschrieben habe, auf die Pebble, das geht über so ein TCP-Gateway in der Pebble-App vom Smartphone. Das heißt, man sagt ihm einfach, okay, meine Pebble kannst du über diesen Port erreichen und startet den Server auf dem Smartphone und dann geht das alles ganz einfach und easy. So, einmal noch da. Genau, und so sieht das Ding dann aus. Man sieht da jetzt den linken Knopf und auf der anderen Seite sind dann nochmal 3. Und links da sieht man die Ladekontakte. Das Ding ist auch noch wasserdicht, hat einen Kompass mit enthalten. Also da sind schon einige sehr, sehr hübsche Dinge mit drin. Ja, da ist auch ein Kompass drin. Ja, ist interessant, ne? Ja, das reicht ja schon. Ja. Du musst halt die Kompass-Applikation selbst schreiben, aber du kannst halt Magnetfeldmessung machen. Also solange du das Ding jetzt nicht gegen neben deinen Stabmagneten hältst, funktioniert das einigermaßen gut. Ja, habe ich noch gar nicht nachgeschaut. Ich habe letztens erst geupdatet. Ja, schön. Genau, Pebble Apps und Watch Faces. Also wie schreibe ich die Applikation auf der Pebble? Und zwar wird das Ganze in C geschrieben. Das SDK enthält eigentlich alle nützlichen Funktionen, die man so braucht. Das heißt, man legt seine Bilder für die Pebble einfach ganz angenehm in den Ordner mit rein. Der konvertiert die automatisch in ein Format, das die Pebble mit lesen kann. Integriert das in das App-Package, das man nachher hochlädt. Die Kommunikation geht dann entsprechend über Bluetooth und da gibt es so ein eigenes Protokoll, was wir entwickelt haben. Das ist so ein Frage-Antwort-System, aber dazu später noch mehr. Und dann gibt es natürlich so schöne Sachen wie Menü-Layouts. Also man hat schon vorgefertigt so ein Menü, wo man dann Sachen auswählen kann oder ein Bitmap-Layer, wo man dann einfach mal so ein Bild anzeigen kann, ein Text-Layer, um Text anzuzeigen. Man hat Zugriff auf eben den Kompass und vor allem auf Vibrationen. Wir heißen, sobald ich angerufen werde, fängt im Moment die Uhr an zu vibrieren, was sehr, sehr praktisch ist, wenn das Handy irgendwo im Zimmer liegt und auch noch lautlos ist. Dann merke ich das nämlich sonst nicht. Genau. Zugriff auf Kompass und Beschleunigungssensor, um dann eigene Sachen damit dafür zu schreiben. Jetzt hätte ich hier die Demo. Ach nee, die Demo kommt erst danach. Genau. Das Protokoll ist sogenanntes Up-Message-Protokoll. Das ist das für beide Seiten. Es gibt noch auch eins, da kann die Pebble nur Nachrichten an die Android-Applikation schicken. Aber das Up-Message-Protokoll ist das wesentlich Interessante, weil man auch eigene Notifications dann von dem Smartphone oder von der eigenen App an die Pebble senden kann. Das Ganze ist dann dementsprechend bidirektional und man macht da so ein bisschen Frage-Antwort-Spiel. Wir heißen, ich hätte irgendwie gerne das und dann sagt die Android-App, ja klar, ich habe jetzt das gekriegt, also kriegst du hier deine Antwort. Und umgekehrt funktioniert das Ganze genauso. So, jetzt wäre die Demo, die haben wir nicht. Es gibt in der Pebble-App für das Handy, entweder iOS oder Android, in dem Fall ist es tatsächlich egal, so eine kleine JavaScript-Engine. Will heißen, wenn meine Applikation auf dem Handy nur irgendwelche Daten aus dem Internet abrufen will, kann man das da ganz bequem in JavaScript schreiben, wie zum Beispiel jetzt, ich möchte wissen, wie der Space-Status im Stratum 0 ist. Oder ich will so ein paar generische Wetterinformationen haben oder ich will wissen, ob meine Website überhaupt up ist oder also einfache Sachen. Das lässt sich alles noch in JavaScript realisieren. Wenn man allerdings ein bisschen kompliziertere Sachen machen will, dann muss man sich eine eigene Android-Applikation schreiben. Ich habe zum Beispiel eine Applikation geschrieben, die die Tür hier im Space öffnen kann und dafür broadcastet die Pebble-Applikation auf dem Handy, die man drauf hat, broadcastet halt die Nachrichten, die sie von der Pebble empfangen hat, direkt einmal ins System rein. Und man registriert sich dann quasi auf diesem Bus
sagt, hier, ich bin so ein Programm, das kann Pebble Messages empfangen, guckt dann, ob die UID in der Message auf die eigene UID passt. Ne? Und man ist halt eindeutig identifiziert. Die UID hat man vorher in seiner eigenen Pebble C-App noch angegeben und kann die da direkt rauskopieren und macht dann wieder dasselbe. Das heißt, ich kriege da meine Nachricht, verarbeite die, okay, was muss ich jetzt machen? Dann mache ich irgendwie meinen HTTP-Request, frage den Space-Status ab, parse das JSON, gucke, wer hat gerade aufgemacht und dementsprechend sende ich dann die Nachricht zurück, ist jetzt offen und der Chrissy hat den Space aufgemacht zum Beispiel. Und genauso geht dann auch das Ganze mit, ich bin jetzt in meiner Applikation, drücke den Knopf nach oben, alles klar, jetzt will ich irgendwie die SSH-Verbindung aufmachen auf den kleinen PowerBerry und dann will ich, dass die Tür aufgeht. Also im Prinzip sehr einfach. Genau, jetzt hätte ich noch eine Demo dazu. Die fällt leider in dem Fall auch weg. Ich kann die Sachen allerdings, die Sachen sind auf GitHub verfügbar. Ich habe die Quellen leider nicht angegeben. Jetzt in den Folien, das werde ich dann nochmal nachtragen. Die gibt es dann nachher im Wiki. So, gibt es noch Fragen? Wie viele Apps hast du mittlerweile schon geschrieben und wie lange braucht man so dafür? Also ich habe eine App geschrieben und wirklich dran gesessen habe ich irgendwie 2 Tage. Also es geht relativ fix. Da mal eben was schnell für zu schreiben. Und ich habe tatsächlich an dem Android-Teil mit dem Broadcast-Receiver wesentlich länger gesessen. Also wenn man sich jetzt den Code von mir auf GitHub anguckt, dann ist das sofort einleuchtend, wie das funktioniert. Und dementsprechend einfacher. Was hätten die Demos gemacht? Ungefähr. Welche Demos? Achso, ja, das wäre dann entsprechend eine kleine Erklärung zum Code gewesen, den ich da geschrieben habe. Ja. Sonst noch? Jetzt fragen wir uns zum Schluss, was kostet der Spaß? Der Spaß kostet 130 Euro für die Plastikversion, glaube ich. Also das ist die Version, die eben auch gerade rumging. Die ist wasserdicht und ja. Und die Steel kostet 100... Kostet sie 150, jetzt glaube ich 190 wieder. Oder 100, genau. Also dann nochmal eine ganze Ecke mehr. Ich habe auch eine Steel hier. Ist die jetzt auseinandergefallen? Ja, ich habe nur die Schrauben hier festgemacht. Sauer eigene Blödheit. Okay. Ja. Sonst noch Fragen? Weil du kannst halt, die Urwelt einfach nicht schauen, die richtig machen. Mhm. Nichts, was jetzt mit der Urwelt hätte, sondern nee. Bei der Plastik-Version kann man sogar noch normale Armbänder dran machen. Bei der Steel nicht. Ja, genau, das hier ist jetzt auch ein gewechseltes Armband. Kannst du schon, also es gibt nicht alle Bänder. Es gibt verschiedene Bänder, für das war nicht mehr das Original, weil mir das nicht passt. Und jeder Armbänder kannst du einfach einschneiden. Die Breite ist die gleiche, ist nur in der Mitte ein so ein Nupsi drin. Schneidest ein Stück raus, steckst dran, passt auf. Sobald die weiß sind, die meisten Uhrenarmbänder, die so sind, auch sowieso so. Das ist also, genau, das ist irgendwie so ein genormter Anschluss. Also wenn du irgendwie so ein Stahlband kaufst, was diesen Lupsi in der Mitte hat, dann kriegst du da eigentlich alle rein. Und es gibt auch Adapter, wenn man das will. Ja. Kann die irgendwie noch was anderes, außer jetzt zum Beispiel irgendwie Magnetfeldmessung oder Bluetooth oder so, hat die noch irgendwie, und das Vibrationsmodul, hat das sonst noch irgendwas, was das irgendwie kann? Hat das irgendwie ein Mikrofon, dass du da irgendwie reinsprechen kannst? Nee, hat es nicht. Und dich! Wäre jetzt auch nicht mein Use Case, muss ich ganz ehrlich zugeben, aber nein, sowas ist nicht integriert. Hier ist halt effektiv ein zweites Display für dein Handy. Die können die E-Mails anzeigen, wer dich gerade angerufen, die kannst du dann wegdrücken. Tatsächlich ist die, wenn man die erstmal hat, ist die auch super praktisch. Dann erwägen sich die Use Cases automatisch. Ah, okay. Ich hatte die mal zu Hause liegen gelassen. Fuck, jetzt muss ich irgendwann an, ich muss mein Handy rauskramen. Also, okay. So. Wobei die Hardware nur selber relativ beschränkt ist, wenn man selber programmiert, oder? Also, was meinst du mit Beschränkungen? Die Hardware, also der Controller, da sind relativ dünn, mit dem, was man so hat für seine eigenen Apps. Ja, aber es lassen sich auch schon schön einige Grafikdemos daraus schreiben. Man hat halt auch eigentlich sämtliche Logik kannst du ja auch Handy machen. Genau, du hast halt die Möglichkeit, das so aufzuteilen. Du brauchst halt das Handy als Companion, wenn du es nicht nur als Uhr benutzen willst. Und von daher kannst du dann da auch auslagern. Diese Handys. Ich weiß gar nicht, wer hat hier so ein Smartphone? Sonst noch Fragen? Ist die Verbindung zu der Uhr irgendwie verschlüsselt oder kann jeder, der sich für eine Pebble hält, mit deinem Handy den Space aufmachen? Was meinst du mit verschlüsselt? Also klar, du hast halt die Bluetooth-Encryption, ganz klassisch, und sonst halt nur in Verbindung mit dem Handy. Ja, aber theoretisch ja. Und die musst halt auch vorher perlen. Du kannst nicht einfach sagen, hallo, ich bin die Pebble, mach mal. Genau. Sondern du musst
muss schon vorher geklärt sein. Und vor allem, das Pairing bei mir lief jetzt nicht über Bluetooth LE, das heißt, es sind nicht nur 6 Digits, sondern prinzipiell mehr. Ich glaube, der Angriff, den sie letztens vorgestellt haben, ging vorwiegend um Bluetooth LE-Devices, weil da das Aushandeln der Verschlüsselung entsprechend auch wenig Energie verbrauchen soll. Ja. Sonst noch Fragen? Verschlüsselung von Bluetooth sonst noch intakt oder haben sie mittlerweile? Ja, die ist sonst noch intakt. Jedenfalls bis zum letzten CRE, das ich gehört habe, und sonst habe ich auch sonst keine Informationen mehr. Ja, dann war's das, würde ich sagen. Ich habe noch eine Info.